Oh, was haben wir denn raus? Koltan, glaube ich. Wo auch immer das Indiz jetzt herkam. Achso, stimmt, ist ja hier mit drin. So, das war's schon. Ich schau mal kurz, ob meine Aufnahme noch funktioniert. Sieht gut aus. Ich habe nämlich immer noch irgendwie ein komisches Gefühl. Als ob das mit dem komischen Geflacker und Bildstörungen und Aufnahme kaputt machen trotzdem wiederkommen könnte. Ich bin so trotzdem noch der festen Meinung, dass ich es jetzt tatsächlich gefunden habe, das Problem, aber ich dann jetzt hier gern Zeit umsonst aufnehmen. Also umsonst ja im Sinne von, ich müsste ja dann wieder aufnehmen. Das Spielen an sich ist ja eigentlich schön, aber ist halt dann immer schade, wenn man so, ja, irgendwas doppelt machen muss. Noch eine größere Refinery, noch ein schnellere Drohnen. Ich glaube, das könnte mir richtig Spaß machen. Ich flieg mal ein bisschen in die Richtung, wo es die ganzen Drohnen mein, das Zeug herholen. Aber zumindest, also ich warte erst, bis sie sagen, no valid target. Bisschen in die Richtung. Wieder stehen bleiben. Der Asteroid ist schon nah. Zwar noch nicht so nah, wie man denkt, weil eigentlich ist es noch ziemlich weit bis dahin, aber schon relativ nah. Wieder Osmium Refine. Wie sieht's denn aus im Cargo? Es füllt sich langsam. Es füllt sich, liebe Leute. Ich könnte ja schon mal eine Prospector Limpet da hinschicken. Achso, ich glaube, das wird ist etwas zu weit. Mal sehen, was passiert. Sie fliegt zumindest schon mal. Weil ich habe mir da jetzt gerade einen Glücksgriff gelandet und das ist total der, weiß nicht, goldreiche Asteroid oder so. Mal sehen, was passiert. Prospector Limpet engaged. Ach, tatsächlich? Kommt irgendwie immer näher, oder? Kommt jetzt einfach wieder zurückgeflogen, weil sie nichts gefunden hat? Oder was passiert da? Ach ne, ich habe die andere noch angevisiert. Indeed, Uranit, Galit, okay, ist nicht so meins. Ja, versuchen wir es mal mit denen da hinten. Programming Limpet Drone. Wie jetzt? Und engage, komm. Na? Oh, es ist doch ein Stück weiter gewesen, als ich gedacht habe. Ja, die Entfernungen enttäuschen manchmal. Seht ihr das da hinten? Da leuchtet, glaube ich, irgendein Asteroid komisch. Da werde ich gleich mal hinschauen. Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Prospector Limpet engaged. Ach doch, hat funktioniert. Ist halt bloß irgendwie zu weit weg. Haben jetzt auch gleich alles eingesammelt. Cargo Scoop deployed. Ich habe den doch gerade eingesammelt. Ja, genau. So, irgendwo da müsste jetzt unsere... Aha. Galit und Uranit. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Schauen wir mal zu den da. Programming Limpet Drone. Und dann vielleicht gleich noch zu den da. Limpet Drone. Prospector Limpet failed. Wie jetzt failed? Was ist denn los? Mal sehen, ob du ein Ziel findest. Na komm. Komm. Prospector Limpet engaged. Nee. Gefällt mir noch nicht so. Suchen wir es mal da. Programming Limpet Drone. Die Geräusche, sehr witzig. So, was hast du denn so für mich?
Prospector Limpet engaged. Nee. Der da, der sieht doch gut aus. Vielleicht zumindest, mal sehen. Programming Limpet Drone. Ist eine Weile, muss man eine Weile suchen. So, das ist immer wie so ein Überraschungsei. Man ist dann total gespannt. Ja, Paljit. Tja, wenn man vermutlich irgendwas hat, wo man weiß, boah, da gibt es die voll krassen Mineralien, dann ist das, schätze ich, okay. Aber so hat man durchaus recht längere Wartezeiten, bis man was Ordentliches gefunden hat. Prospector Limpet engaged. Nee. Achso, erstmal anvisieren. Immer Nein schreien. Aber trotzdem, ne. Da verschießt man ja fast alle Drohnen. Nur damit man hier. Achso, ich halte mal aufs Ziel, bis es dann wirklich losgeflogen ist. Programming Limpet Drone. Prospector Limpet engaged. Ja, okay, die eine ist angekommen. Kann ich da nicht durchschalten? Ne, kann ich nicht. Prospector Limpet engaged. So, Silver, Birthfriend Light und Galit, das ist schon mal nicht schlecht. Und dieses Ding hier oben. Coltan. Na gut, zumindest bei der hier können wir schon mal anfangen. Den hier. Muss schon noch das Ding auswählen, genau. Wie machen wir das denn? Achso, müsste eigentlich funktionieren. Die Collect. Fruchtluke wieder auf. Und ab geht er, der Miner. Meinen, das ist sehr toll. Da gucke ich dabei ein bisschen in den Himmel voll. Das ist voll der Laser. Das sieht ja witzig aus. Leuchtet vor allen Dingen schön in mein Cockpit rein. Interessant. Huch, da trifft er. Trifft er gar nichts mehr. Dieser winzig kleine, fixe Asteroid wollte sich meinem Laser entziehen. Oh, ich glaube fast, das ist ein bisschen was Größeres, weil hier, oder? Ah ne, es hat getäuscht. Ich dachte gerade, dass hier die Prozentzahl langsamer sinken würde als bei den anderen. Na, schönes Ding. Oh, da fliegen sie alle. Seht ihr das? Die ganzen kleinen Brocken, die es rausgehauen hat. Rausgemeint hat. Huch. Ich vergesse da immer das. Ja, Birthfriend Light möchte ich haben, bitte. Osmium. Wenn wir noch irgendwo mal Osmium finden würden, das wäre sehr schön. Das ist. Vielleicht schieße ich mal noch eine dahin. Ungefähr sehen, wo ich hinziele. Ist natürlich schade, dass. Bei der Drohnenansicht. Ihr habt doch gerade. Ach, vermutlich, weil ich die Drohne deployed habe, hat es meine Frachtluke zugemacht. Alles klar. Okay, Drohne, zeig. Flieg und Sieg, Drohne, genau. Collector out of range. Oh, ich muss aufpassen, mich so spontan zu drehen kann sehr gefährlich sein. Deswegen ganz langsam. Vielleicht stehen da noch. Wäre schön, wenn die Asteroiden sich dann nach Beendigung des Minenvorgangs dann. Programming Limpet Drone. Ja, selbst zerstören würden, damit die dann nicht mehr hier auf dem Radar. Sagen den Radar verseuchen. Oh, das sieht ja fast aus, als ob die sich berühren würden, die Asteroiden. War vermutlich jetzt der falsche Asteroid. Ah, nee. Doch. Hat den falschen Asteroid attached. Ich möchte doch aber, dass da.
So, beeil dich, limpe Drone. So, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie... Sieht's denn eigentlich aus? Cargo? Ja, was mir um 7? Könnte fast 200.000 sein. Prospector Limpet engaged. Es ist vermutlich auch so eine Sache. Das Mining, das kann man sich bestimmt gut aufteilen, indem man einfach mal... Ja, wie soll ich sagen? Indem man einfach mal... ein mit so einem ja, mit so einer Prospector-Drohne Modul ausrüstet, der fliegt dabei hier herum und markiert alle, also zumindest sucht alle Asteroiden ab, die sich lohnen, abgebaut zu werden und gibt dann Bescheid. Und ja, der andere, der ist dann dafür da, der muss dann, da muss ich dann darum kümmern, dass es halt alles abgebaut wird und eingesammelt und unallocated resources. Ja, Birthfriend died, meinetwegen, nimmt das doch mit. Weiter einsammeln, bitte. So. Prospector Limpet engaged. Ha, sehr viel Coltan. Aber, nee, ich hätte gern nochmal Osmium. Das ist so witzig, wie diese Teile das mal alles einsammeln. Aber man braucht dagegen schon ein Schiff mit mehreren Slots. Für ja, ganzen Drohnen, ganzen Cargo, den man dann noch braucht. Und vor allen Dingen für die Raffinerie. Zum Glück, bei der Raffinerie muss ich sagen, ja, dass man, ja, dass die nur, ich glaube, Klasse 2 oder sowas braucht. Also es ist jetzt nicht so, dass man da für viele Slots wirklich einen riesengroßen Slot braucht, sondern es geht auch schon bei kleineren Schiffen. Was, finde ich, eine gute Sache ist. Da kann man auch, wenn man dann schon ein kleineres Schiff hat, bestimmt auch nicht schlecht Geld machen. Wenn man es dann mal richtig raus hat, also so mit genug Drohnen zum Sammeln. Und so, keine Ahnung, seinen Mining-Ort des Vertrauens oder sowas. So, der sieht doch irgendwie vielversprechend aus, oder? Programming Limpet Drone. So. Flieg und Sieg! Ah, ich kann bestimmt gleich noch eins schießen, ein bisschen dahin. Prospector Limpet failed. Wie jetzt failed? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Ich sollte vermutlich doch bloß eine auf einmal losschießen. Prospector Limpet engaged. Birthfriend died. Bringt da, glaube ich, auch ein bisschen Geld, ne? Aber ich möchte da. Los, komm. Programming Limpet Drone. Ich möchte Osmium haben. Prospector Limpet engaged. Man sollte da nicht zu wählerisch sein, glaube ich. Wir haben auch gar nicht mehr ganz so viele Drohnen. Schiff, brems, 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 brems. Huhuhuhuhu. Das war ja fast knapp. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Ah, danke. Es hätte sich noch nicht mal gelohnt, da rein zu fliegen. Achso, nein, vielleicht kein Boost. Das wird auch bloß Mist. Brems, 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 brems. Ich habe aber vergessen, wie langsam das Schiff ist beim Bremsen. Programming Limpet Drone. So, der letzte Versuch, dann war es das erstmal. Hä? Das kommt. Nochmal Osmium. Einmal. Da bin ich doch schon zufrieden. Prospector Limpet engaged. Ah. Ja, was soll's, dem mine ich jetzt noch ab. Programming Limpet Drone. Cargo Scoop deployed. Den mache ich jetzt noch alle und dann geht's erstmal heim. Verkaufen. Und alles gleich an der Bar wieder verschleudern.
Droid depleted. Ging ja fix. Aber wie ihr seht, wir brauchen, also man braucht mehr Drohnen. Wenn man dann eine Anaconda hat oder so ein Type Heavy, denke ich, kann man da sehr viele Module reinbauen, sehr viel Cargo und kann eine ganze Weile minen. Vor allen Dingen auch fix minen, schätze ich mal. Ja, ja. Ist schön friedlich, oder? Mal voll die Abwechslung zu sonst, wo man immer Spannung und Kämpfe hat. Hier drin, tja. Hab gesehen, man kann wieder Wackelkopffiguren kaufen fürs Cockpit. Leider ist da noch keine dabei gewesen, die mir gefallen hat, sonst stand da jetzt schon so ein Ding irgendwo. Mal sehen, wird bestimmt noch kommen. Können wir noch mal ein bisschen, die Aussicht genießen. Ist auch vor allen Dingen sehr schön, dass sie... Achso, dieser Dialog, den haben sie vermutlich aus balancing Gründen reingemacht, damit man nicht einfach zwischen Außenansicht und Cockpit hin und her schalten kann. Übrigens ein sehr schönes Bild. Und ich glaube, genau jetzt muss ich schon wieder was zuweisen. Ich hab's gewusst, Ja, bitte, ihr habt doch einen freien Slot, warum dann nicht einfach machen? Sehr schön, gefällt mir alles, gefällt mir. Oh, ja. Ich vergesse es immer wieder. Ist ja schlimm. Aufmerksamkeitsspanne von einer Fliege oder sowas. Ich glaube, wir haben es auch bald geschafft dann. Ich würde da gerne nochmal Außenansicht machen. Aber naja, wie das halt so immer ist, machen wir noch einen Screenshot. Sieht doch gerade so schön aus. Ganze Zeit rumsitzen und nichts machen. Einfach nur warten. Warten und genießen. Wenn ich natürlich jetzt hier jeden Asteroiden irgendwie Osmium gefunden hätte. Refinery full, das ist doch ein Gerücht. Achso, das war auch nicht ernst gemeint. Das ist auf jeden Fall mal, wenn man mal ein bisschen ruhig Elite spielen will, dann geht man meinen. Es sei denn, man geht in ein Abbaugebiet, da hat man dann permanent mit Piraten zu tun. Aber mich würde ja trotzdem ganz kurz interessieren, wie es da aussieht mit... Na, ihr wisst schon was, mit ihr wisst schon wem. So. Cargo scoop retracted. Ja. Und das mit gutem Grund, denn wir machen jetzt hier fort. Wir könnten jetzt nochmal in die Extraction Site schauen, mal ganz, ganz kurz uns rantasten und mal ein, zwei Sachen scannen. Die armen Drohnen lasse ich ja natürlich zurück. Was ich natürlich ein bisschen komisch finde, ist, dass diese Drohnen halt dann sich automatisch verbrauchen. Das wäre eigentlich realistischer, dass man die einfach wieder aufladen kann. Also, dass die dann, sobald sie merken, ah, ich werde leer, dann gehen die wieder in den Frachtraum rein. Und wenn die im Frachtraum sind, dann, ja, dann werden die dort wieder aufgeladen und man kann die dann wiederverwenden, beziehungsweise an der Station dann wieder aufladen lassen. Aber dass man da hier sonst wie viele Drohnen kaufen muss, um mir Zeug einzusammeln, ist ein bisschen umständlich. Aber, ja, Frontier Development macht gerne Sachen umständlich, deswegen wundert es mich auch nicht. So, okay. Schöner Planet hier in der Nähe, ne? Ja, ja, ja. So. Da gab es ja noch auch einige andere Planeten in dem System. Ich mach mal kurz die Systemkarte auf. Würde euch ja vielleicht auch interessieren. Also, es gibt ein paar mehr Ringe hier, die man abbauen könnte.
Aber die haben alle nur... Uch, nein, ich wollte noch gar nicht. Egal. Das schauen wir dann vielleicht auf dem Rückweg. Ich konzentriere mich mal aufs Andocken. Ins Eintauchen. Denn wir müssen ja sehen, dass wir dann da schnell wieder wegkommen und uns nicht erst scannen lassen, weil jeder Pirat, der uns sieht, denkt jetzt, hohoho, Beute! Und wir haben ja auch nur drei Waffen dran, also wir sind etwas weniger gefährlich. Keine Schildzellenbänke und keine, ja, Multicannons. Aber egal. Ich fliege jetzt mal schnell da zu so einem Asteroiden hin. Am besten den da. So, Prospector. Da kommt schon der Erste. Kommt schon der Erste. Unser Licht haben wir, glaube ich, noch eingeschalten. Wird nicht lange dauern, dann heißt, kommt irgend so ein dummer Funkspruch und dann... Oh, deine Frage wird mir gehören, bla bla bla. Was natürlich Sinn machen würde, ist... gegen den Asteroiden zu fliegen, genau. Nee, eigentlich wollte ich sagen, wäre es sinnvoll, wenn in so einer Zone das tatsächlich... Also wirklich, wirklich bessere... Ausbeuten gäbe. Aber sieht auch nicht anders aus, als wie in der anderen Gebiet. Deswegen weg. Weg hier. Ist natürlich schade. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass es hier besser aussieht. Sieht aber genauso aus. Weil dann würde es Sinn machen, dann in einem Wing von drei Mann hierher zu gehen und die anderen zwei sind dann permanent damit dabei, den einen zu beschützen. Der andere würde aber dann richtig fett Kohle machen, weil nur wirklich hochwertige Erze oder Metalle in solchen Asteroiden enthalten sind. Ja, aber was soll's? Man kann nicht alles haben. Fliegen wir mal zurück zur Station. Wo ist sie denn? Da war ja gar nicht weit weg, dachte ich. Ja? Da ist er ja. Cannot comply. Achso, müssen wir erstmal retracting? Alles klar, jetzt aber. Frameshift drive charging. Und tschüss, wer auch immer uns da verfolgt hat. 4, 3, 2, 1. Engage. Ah, ich fliege mal ein Stück außerhalb. Schauen wir nochmal kurz auf die System Map. Eben wir ja das Massefeld des Planeten überwinden wollen. So, der da ganz hinten, der. Metal Ridge. Das ist sich ja fast nochmal lohnen, ne? Wir sind bei dem. Auch Metal Rich. Aber ich glaube, der da hinten, der ist bestimmt noch lukrativer. Was ist mit dem? Eis? Auch nochmal Metal Rich. Oh, ich glaube, ich werde nochmal eine Mining Session machen, bevor ich dann hier wieder weggehe. Dann kommt das letzte Projekt noch, das Schmuggeln. Da habe ich nämlich auch noch was Cooles, was ich ausprobieren möchte, beziehungsweise euch zeigen möchte. Und dann, ja, wird es langsam Zeit, sich von der Python zu verabschieden. Dann kommt noch eine Session etwas Handel und dann setzen wir uns erst als erstes wieder in einen Jäger. Und ja, bringen unserer Galaxie wieder ein bisschen Gerechtigkeit. Vielleicht in einem Wing, mal sehen. Ich habe übrigens herausgefunden, dass es, dass Schiffe wie ich, desto größer das Schiff und desto voller beladen das Schiff ist, desto leichter kann es abgefangen werden. Und desto kleiner das Schiff, beziehungsweise leichter das Schiff, desto schwerer kann es abgefangen werden. Was natürlich auch dazu zählt, dass kleinere Schiffe, größere Schiffe leichter abfangen können, aber umgekehrt nicht. Das heißt, damit soll verhindert werden, dass andere Spieler mit Anacondas permanent irgendwelche Sidewinder aus dem Frameshift holen und abschießen oder sowas. Ich bin ja in einem richtig guten Winkel angekommen und die Station sieht auch noch schön aus. So, können wir dann gleich mal das Stationsessen probieren, nachdem wir unseren Profit verkauft haben. Das zeige ich euch aber allerdings natürlich noch. Ach, wir haben ja noch, stimmt, unsere Scheinwerfer an. Nicht, dass wir noch jemanden blenden. Genau. Machen wir die mal aus. Landing Gear deployed. Ja, genau. Docking successful.
Engines disengaged. Da, wenn das mal keine Punktlandung war. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das hier überhaupt verkaufen kann. Ich hoffe es doch. Bitte lass es mich hier verkaufen. Ich möchte nicht erst noch wieder kreuz und quer fliegen müssen. Okay, jetzt muss ich natürlich ganz, ganz krass Kopf rechnen. Hier, die wollen... Ach, Osmium, schade. Welches Erz war denn... Ach, Painite war das. Painite könnte man für 30.000 verkaufen, aber wo es das gibt, keine Ahnung. Ja, aber wir haben ja ein bisschen Birthfront Diet, okay. Ja. Ich merke mir mal, wie viel wir haben. Wir haben jetzt 11.630. 11.630. So, das war's auch schon. Ja, wir haben fast 100.000 Credits gemacht in, naja, ziemlich lange. Sehr schlechter Schnitt, aber fürs erste Mal vielleicht gar nicht schlecht, weil ich weiß, ich brauche mehr Drohnen und ich weiß, ich muss irgendwo hingehen, wo es nochmal, ja, mehr gibt. Das werde ich dann das nächste Mal auch noch machen. Wieder ein paar Drohnen kaufen, die sind ja auch wieder teuer. Also Leopoldit, da macht man ja schon fast miese. 50 Drohnen machen wir mal, 60 Drohnen, ne? So. Genau. Aber ich gehe jetzt erstmal zur Stationskantine und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Commander Evil Bob. Fly safe, Commanders.